versuchen nochmal eine Videosequenz. Eben war ja, hatte das den Eindruck, als ob das jetzt ganz kurz mal ziemlich gut scharf war. Na, ob man das wirklich sehen will, ist jetzt eine andere Frage. Handlegen hier, Scheiße. Warum bin ich denn überhaupt mit Kakao in der Hand rausgegangen? Ach, hätte ich mir denken können, dass ich wieder die Finger von der Kamera nicht lassen kann. So, wo ist er denn jetzt hier, der Süße? So, wir gehen also nochmal raus aus dem Zoom. Dann atmen wir mal nochmal tief durch. Kicken, was da sonst noch. Jetzt sieht es ja eigentlich scharf aus, nur viel zu klein halt. Eigentlich sieht es scharf aus, aber viel zu klein. So, und wenn wir jetzt größer werden, wird es leider nicht schärfer. Aber ein fantastisches Farbenspiel haben die da bei sich. Muss man ja mal sagen. Unser blauer Planet ist ja nun schon bloß nur weiß. Da ist ja mit Farbe, ist ja hier bei uns nicht mehr so viel. So, wir gehen also wieder raus. Und dann gehen wir wieder rein. Und kicken, ob irgendwann ein Moment ist, wo er das vielleicht mal scharf stellen kann. Nee, jetzt ist also wirklich Sabbat hier mit Scharfstellen. Mit dem Fernglas kann ich es noch erkennen. Aber mit dem Fotoapparat ist es wirklich, jetzt haben sie... die können sich unsichtbar machen. Das können die auf jeden Fall. Also ich meine jetzt, das Ding vielleicht nicht, aber sich selbst und einzelne Raumschiffe können die problemlos unsichtbar machen. Das ist überhaupt ja kein Problem für die. Das ist alles nur eine Frage der Schwingung und der Frequenz quasi. Tesla das schon erwähnt hatte. Und dann können wir das nicht mehr sehen, wenn die eine andere Wellenlänge haben. Sehen wir einfach nicht. Plupp, wenn die umschalten sozusagen. Und jetzt hier, also meine Kamera sieht nichts mehr, ich mache einfach mal aus hier, das bringt ja nichts. Mach mal aus hier.